Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ich habe zwar gesagt, wir sehen uns in den königlichen Jagdgründen zurück, aber wann halte ich mich denn an irgendwas, was ich mal irgendwann gesagt habe? Ja, ich level hier mal wieder die Läden ein bisschen auf, weil ich es kann. Zack. Keine Rabatte. Und das reicht, mein Gott. So, und dann gucken wir noch mal bei den Waffen oder Rüstungen, was wir uns dann hier schönes Neues kaufen können. Irgendwas müssen wir uns auf jeden Fall kaufen können. Oder auch nicht. Ey. Ja, okay, den können wir uns leisten. Boah, gibt das viel A-Angriff. Ich glaube, der ist schon zwei Ränge höher, ne? Jingo-Stab. Ja, super. Ja, jetzt ist der um 1000 weniger. Blag. Du kannst mich auch mal. So, dann gehen wir jetzt zu den königlichen Jagdgründen. Wo wir ja noch gar nicht waren. Ja, ich bin ja im letzten Part hier irgendwie mehr oder weniger durchgeflitzt, da glänzt was. Und jetzt gehen wir hier noch mal ein bisschen gründlicher durch. Riesenmuschel. Dein Baum ist, glaube ich. Ne, aber das ist ein Sack. Ich meine, da war jetzt auch was. Ne, okay. Nehmen nicht. Sie hat immer noch das Ding am Bein. Fällt mir gerade auf, da ist mir schon im letzten Part aufgefallen. Da war, habe ich mir nicht zwei gedacht und da ist ein Loch. Da waren wir noch nicht drin, ne? Ist ja schon wieder so lange her, ne? Vor ungefähr 2 Minuten seit der letzten Aufnahme. Riskante Flüssigkeit. Das sind doch diese allgemeinen. Diese allgemeinen Dinger, die ich zum. Oh, da ist so ein Schatz, geil. Auflevel-Dinger. Ein Haarknoten. Ah, sieht aus wie eine Blume, ist aber ein Haarknoten. Die traditionelle japanische Frisur steckt ihn nicht an komische Stellen. Oh, Roan müssen wir noch aufleveln, stimmt. Vor allem jetzt hat er zwei. Wie bescheuert sieht das denn aus? Sondern Zopf und Haken. In dem Raum war ja auch noch für die Dings. Na, für diese eine Quest. Fällt mir gerade so ein. Aber das machen wir alles, wenn die Truppe wieder beisammen ist. Weil wer weiß, welche Quests ich lösen kann. Wenn ich. Oh, direkt zwei. Wer weiß, welche Quests ich lösen kann, wenn ich nicht alle Charaktere dabei habe. So, warte mal hier. Gegen Feuer, TP Maximum 10%. Geister hat zwar auch 50% weniger, richten aber auch 30% weniger Schaden ein. Oh. Das ist irgendwie komisch, aber auch geil. Strahlensläuter. Ich kann auch Lichtmagie einsetzen, ich weiß es nicht. Übertaktet für 30% mehr TP richtet. Oh, geil. So eine Art Turbo-MP aus Final Fantasy. Da kosten bei Turbo MP das ist meistens so eine Fähigkeit in Final Fantasy, das dafür sorgt, dass man doppelt so viel MP Verbrauch hat, aber auch doppelt so viel Schaden anrichtet. Okay, hier ist halt ein ganz klein bisschen anders, aber naja, gleiches Prinzip. Ist bestimmt abgeguckt. Nein, wie geht das denn? So, ich glaube, hier haben wir alles. Ja. Ich sollte nicht zu viele Gegner aus dem Weg gehen, weil dann kommt der nächste Boss und der fegt mit mir den Boden auf. Der mittlere Bereich. Ja, okay, war ja klar, dass der nicht zu Ende war. Ich möchte gegen euch Pflanzen kämpfen. Ist ja nämlich warum? Sagt euch. War ja anfällig gegen. Verdammt, ich will. Unten, da unten gegen Feuerball. Bam, 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 bam. Geil. Zack, 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 zack. Au, au, au. Schau, wie cool down. Verdammt, nicht. Du sollst nicht selber treffen. So, hier rein. Zack. Und Sword Fade.
tödliche Explosion. Schön. Weil er hat hier so ein Raphael. Diese einen Gabeln von Raphael aus Teenage Mutant Ninja Turtles. Artabstimmungsanfänger. Ah, jetzt kriegen wir hier die ganzen Charakterdinger. Schön. Weil das mit den Ausweichen. Oh, Erfahrungspunkte. Ich hab noch für 3 Kämpfe. Ich bin noch für 3 Kämpfe satt. So, verdammt. Ey, wie war das denn jetzt von hinten angegriffen? Zack. Oh. Zack. Oh geil. Über hier. Hat die halt alle getötet? Wie geil. Mittlerweile am anderen Ende des Kampfes. Komm schon. Verdammt. Na nehm ich. Wie Verderber. Ich hätte gern einen Doppelsprung. Das war so früh wie möglich. Oh, geil Angriff. Ah, ich bin doch fast tot. Natürlich gehen die voll auf ihn los. Zack, zack, zack. Was der alte Mann nur alles kann. Geil. Oh, wie schnell wir hier aufleveln. Ach, die Erfahrungspunkte, die werden ja nicht mehr auf 8 verteilt. Auf 8, auf 6 verteilt. Deswegen kriegen wir bestimmt so viele Erfahrungspunkte. Stell ich mir vor. Aber das ist ja Vollpatsch, weil wenn die an den Steam kommen, dann haben sie ja gleichzeitig aufgeholt. Also ohne irgendwas gemacht zu haben dafür. Das ist ja noch besser. Ja, das finde ich gut. Da können wir ruhig ein bisschen hier noch rumtrainieren. Wenn die dann wieder ins Team kommen, also Elvin und Elise, dann kann ich schon wieder 5-6 Lilium-Kugeln verballern. Wir haben noch mehr Stoßszene. Und dann sind wir voll übermächtig. Black. Da bin ich froh, dass die nicht alleine verteilt werden, wie in Tales of Grace F. Wenn man da einen Charakter irgendwie zum ersten Mal bekommt, dann wurden die ganzen Titel schon. Ja, okay, kann man ja auch nicht. Ja, man kann ja schlecht die ganzen Titel alle. Ja, die müssen ja irgendwie Erfahrungspunkte gehabt haben. Die kann man ja nicht einstellen. Das macht keinen Sinn. Aber hier macht das schon mehr Sinn. So. Ich möchte noch gerne Zeugs finden. Hi. Bäh. Jetzt kommen sie alle hier reingekrabbelt und Rahmen schwarz P, dann können wir auch mal wieder welche abgeben. Ich weiß nicht, wenn ich so 200 habe, aber wann habe ich denn 200? Weiß ich doch nicht. Oh, ich wusste es irgendwo hier. Mysteriöses Juwel, es ist mysteriös. Wir wissen nicht, wofür wir es brauchen, aber ich habe es und das macht mich froh. Ist hier noch was? Nö, okay. Dann nicht. Ja. Ja, und ich weiß, ich kann sehen, aber auf der Karte zu gucken, das macht mich irgendwie sicherer. Dann weiß ich wenigstens, aha, von da kam ich, glaube ich. Dann muss ich, glaube ich, hin. Macht Sinn, ne? Da ist ein Sack. Wie konnte ich den übersehen? Du Sack. Sack. Geode. Was? Oder Geode. Ja, habe ich mir das gerade eingebildet oder ist es dunkler geworden? Ja, habe ich. Na gut. Oh nein. Und ja, ich. Ich kann ohne Karte nicht leben. Was? Was? Hier. Ninja! Nein! Was ist das denn? Aua, aua. Zack. Tödliche Explosion.
die überhaupt nicht so tödlich war. Zack. Oh. Zack. Aerial Fire. Final Gale. Verdammt, hat nicht geklappt. Hä? Die waren nicht geklappt. Mann. Das war für mich. Ja, das ist für mich bestimmt. Das war für dich bestimmt. Wir haben schon gleich wieder ein Level Up. Wie geil. Hä? Also, hochklettern. Nee. Ja, dann möchte ich aber noch ein Level Up haben in diesem Part. Das gönne ich mir. Oh, sieht irgendwie wichtig aus. Da hinten ist ein Loch. War ich da schon? Ja, da war ich schon drin. Also hier sieht irgendwie aus wie ein Bau oder was weiß ich. Irgendwas voll krass Wichtiges. Na? 3000 Gold. Okay, wichtig genug. Din, 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 din. Hi. Hi. Und zack. Boah, ich liebe diese Angriffskombination. Ja. Mal gucken, ob diese Angriffe vielleicht verbindbar sind. Was ist denn noch? Aua, aua. Und keine TP mehr. Nein. Wie konnte das passieren? Ich habe nur wie ein bekloppter TP-Angriff eingesetzt. Die alle TP gekostet haben. Ah. Hey. Na? Ja, sind wir. Und uns ist das Curry ausgegangen. Dann ballern wir uns direkt Neues rein. Oder sollen wir ja diesen Erfahrungs... Oh, 60%. Jetzt da nicht durch 6 aufgeteilt wäre, wäre das natürlich ein bisschen optimal. Ja, wo ist ein Gegner? Gegners. Me needs enemies. Hi, verdammt. Ich kann mich an niemanden ranschleichen. Jude, okay. Zack. Windklinge. Zack. Und zack, 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 zack. Wie der auch einfach so in der Luft bleibt. So schön. Jawohl. Mehr Schaden bringt das aber nicht, ne? Und jeder hat ein Level Up, glaube ich. Aaron hat keins. Verdammt. Shoot mal Leia. Pairings. Sie sind überall. Okay. Du bist schon. Ne, du bist immer noch nicht weiter. Was soll das denn? Geschicklichkeit wollte ich machen, ne? Oder Psyche kann ich auch machen, ne? Jetzt habe ich gesagt, jetzt will ich das machen, jetzt will ich das auch machen. Aber es reicht nicht, ich halte es nicht aus. Ich glaube, ich habe mich hier verwurschtelt. Oder habe ich bei ihr... Ne, ich wollte Luftsprung, genau. Luftsprung, Bisch. Okay. Nein. Doch. Und hier. Irgendwie nichts erreicht in diesem Level Up, außer naja, Werte. Wie gesagt, durch normales Level Up bekommt man keine Werte. Alle Werte, die man hier hat, beeinflussen den Charakter, aber so durch Level Up ein paar AP dazu oder so bekommt man nicht, glaube ich. So, was hast du denn hier noch? Feuerschutz, jeder hat doch Feuerschutz. Ausdauer, KP 10%, geil. Angriffsschritt, du kannst bei einem Fortschritt einen Angriff auswählen. Das ist bei schnellen Schritten nur einmal möglich. Okay, nützt mir jetzt noch nichts. Ich habe sowieso noch kein Level Up. Ich verabschiede mich für diesen Part und wir sehen uns im nächsten Part, wo wir hoffentlich irgendwie mal Elise oder Elvin finden. Ciao.